Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Mit diesem Votum aus dem Johannesevangelium grüße ich Sie und euch alle herzlich zur Andacht am Karfreitag aus unserer Nazarethkirche in Tviest. Es ist vollbracht, dieses letzte Wort Jesu am Kreuz steht über diesem Tag. Unterstrichen durch die Schlichtheit unserer Kirche. Kein Altarschmuck, keine brennenden Kerzen. Gott, der Sohn, stirbt. Hören wir den Bericht aus dem Johannesevangelium über Jesu bitteren Tod am Kreuz. Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt werden konnte. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu dem Ort, der Schädelplatz heißt, auf Hebräisch Golgatha. Dort wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm noch zwei andere, einer auf jeder Seite und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild oben am Kreuz anbringen, auf dem geschrieben stand: Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Viele Juden lasen das Schild. Denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, lag nahe bei der Stadt. Die Inschrift war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes sagten zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie waren zu viert und jeder erhielt einen Teil. Dazu kam noch das Untergewand. Das war an einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander: Das zerschneiden wir nicht, wir lassen das Los entscheiden, wem es gehören soll. So ging in Erfüllung, was in der Heiligen Schrift steht: Sie verteilten meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz von Jesus standen seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala dabei. Jesus sah seine Mutter und neben ihr den Jünger, den er besonders liebte. Da sagte Jesus zu seiner Mutter: Frau, sieh, er ist jetzt dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Sie ist jetzt deine Mutter. Von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollbracht war, damit vollendet würde, was in der Heiligen Schrift steht. Und er sagte: Ich bin durstig. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein. Dann legten sie ihn um einen Isopbund und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, sagte er: Es ist alles vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb.
Liebe Karfreitags-Online-Gemeinde, es ist vollbracht. Das ist das letzte Wort Jesu. Schluss, Ende aus. Da stirbt der unschuldig Leidende und Verurteilte einen der grausamsten Tode, die sich die Menschen in ihrem oft so kranken Hirn ausgedacht hat. Gefoltert, verspottet, verraten, verkauft und von seinen Freunden verlassen. Allein, es ist vollbracht. Welch ein Ende! Was für ein Ende, nach was für einem Weg! Und wir mögen fragen, warum? Jesus, der konsequent die Liebe predigte und Liebe lebte, stirbt im Grunde genau für diese Liebe. Eine für die Machthabenden unerträgliche Botschaft, weil es sie selbst und ihr Tun in Frage stellt. Jesus ging zu denen, die aus der Gesellschaft ausgestoßen waren, gab ihnen eine neue Würde, eine neue Perspektive, heilte Kranke, tröstete Leidende. Er ging zu Leuten, die nicht mehr aufrecht gehen konnten, und stellte sie wieder auf die Füße. Er nahm Leute, die schuldig wurden, in Schutz und zeigte, was Vergebung und Annahme und Versöhnung bedeutet, zeigte, dass die anderen auch nicht besser sind als sie. Er brachte Leben. Er zeigte, wie Liebe alles verändern kann. Er zeigte, was Gottes Geist der Liebe für die Welt bedeutet. Und diese Welt, wir, diese Welt zeigte es ihm. Sie wusste, ihn zu beseitigen. Einen religiösen Infragesteller, einen, der die persönlichen Hoffnungen, die eigenen Heilsvorstellungen so nicht erfüllt, einen politischen Unruhestifter, den brauchte man nicht, den wollte man nicht. Und so ging Jesus seinen Weg bis ans Kreuz. Mir geht eine besondere Stelle aus der Bachschen Matthäus-Passion immer besonders nahe, wenn es dort heißt: Er hat uns allen wohlgetan. Den Blinden gab er das Gesicht, die Lahmen macht er gehend. Er sagt uns seines Vaters Wort, er trieb die Teufel fort. Betrübter hat er aufgerichtet, er nahm die Sünder auf und an. Sonst hat mein Jesus nichts getan. Genauso ist es. Jesus hat sich zu Tode geliebt. Jesus ist an seinen Gleichnissen gestorben, an seinen Predigten, an seinen Heilungen, an seiner bedingungslosen Annahme. Es ist vollbracht. Die Liebe stirbt und wir nehmen heute Abschied. Der, auf dem die Hoffnung ruhte, Gottes Sohn selbst, stirbt den Tod am Kreuz. Nicht friedlich, nicht einschlafend, nicht sanft, sondern brutal, hässlich, stinkend, sadistisch. Wir stehen heute am Karfreitag da, Auge in Auge mit dem hingerichteten Sterbenden, der einem die Augen öffnete für die Liebe Gottes. Und das müssen wir heute aushalten, denn noch ist nicht Ostern. Es bleibt dann nicht bei dem Kreuz. Es gilt nicht Schlussende aus, vorbei, nein, jetzt erst recht nicht. Die Sache geht weiter und die Liebe stirbt nicht. Der konsequente Weg Jesu bis hin zur freiwilligen Selbsthingabe am Kreuz soll in uns Glauben erwecken und eine Liebe entfachen zu Gott und den Menschen, die uns dann glaubend erlöst. So verstehe ich den Tod Jesu für uns. Und heute stelle ich mir nun vor, dass Jesus heute bei Gott lebt und uns anschaut. Anschaut, wie wir oft so völlig unvollkommen, aber voller Sehnsucht dem Leben ein bisschen Liebe abzuringen versuchen. Und vielleicht sollten wir uns heute einmal im Jahr nicht fragen, wie es uns geht und was Gott für uns tut. Vielleicht sollten wir
heute einmal im Jahr Jesus fragen, wenn du uns so anschaust und die Welt und unser bisschen Liebe, wie geht es eigentlich dann dir? Amen. Wir beten, Karfreitag, ein dunkler Tag, für dich, Gott, und für uns. Wir sehen das Kreuz des einen, der getötet wurde auf Golgatha, und fragen, warum? Wir klagen über die Kreuze der vielen, die ihr Leben verlieren durch sinnlose Gewalt in dieser Welt und finden keinen Sinn darin. Hilf du uns, Gott, Antworten zu finden auf unsere Fragen. Hilf du uns zu verstehen, was wir nicht begreifen können. Hilf du uns anzunehmen, wogegen wir uns nicht wehren können. Hilf du uns, dich zu erkennen am Kreuz des einen und an den Kreuzen der vielen. In Jesu Namen. Amen. Und so geht hin in die Stille dieses Tages mit dem Segen unseres Gottes. Und Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.